Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und vor kurzem hat Star Stable ein paar Sneak Peeks, also ein paar kleine erste Infos zur neuen Marley's Farm rausgehauen. Und die ersten beiden Screenshots dazu zeige ich euch. Man sieht schon so ganz gut, auf was wir uns eigentlich einstellen können. Aber noch viel wichtiger als die Screenshots, bevor wir darauf eingehen, ist eigentlich der Text, den Star Stable dazu geschrieben hat. Nämlich aufgepasst, ein Vorgeschmack. Marley's Farm ist gerade eine Baustelle und wir präsentieren euch den neuen Look am Mittwoch. Schaut, wie gemütlich Marley's Farm diese Tage aussieht. Außerdem braucht Marley eure Hilfe. Er stellt ein Denkmal für seinen geliebten Vater Ronnie Bob Summers zusammen. Es gibt nur ein Problem. Niemand kann sich daran erinnern, was Ronnie Bob wirklich geschehen ist. Und was hat Big Bonnie vor? Bleibt dran. Also damit können wir eigentlich sehr sicher sagen, dass es eine neue Quest geben wird um die Beerdigung von Ronnie Bob, wo aber eigentlich niemand weiß, ob er wirklich tot ist oder eben nicht. Das ist so das Erste. Also ich tippe sehr, sehr stark darauf, dass es da so eine vielleicht verrückte Ronnie Bob kommt zurück Quest sein wird. Ich kann es nicht genau sagen, aber da wird definitiv irgendwas kommen. Würde mich schwer, schwer wundern. Aber kommen wir zu Marley's Farm. Und gerade jetzt, wo wir hier an Silverglade vorbeireiten, kann man eigentlich genau sehen, auch dass dieser Stil von Silverglade, von diesen ganzen Häuschen, eben jetzt auch angepasst wird. Das nächste Haus, was wir nämlich hier haben, ist das Haus hier, was wir hier beim Racing-Bereich, beim Wettbewerbsbereich haben. Da sieht man hier auch schon direkt, dass der Unterschied dann nämlich schon ziemlich stark ist. Und gerade was nämlich hier auf dem Bild sieht, man sehen kann, also das Häuschen, was man sehen kann, das ist eben das neue Haus von Marley. So sieht das aktuell hier aus. Es verändert sich ehrlich gesagt gar nicht so stark. Der Großteil, der sich verändert, ist eigentlich, dass die Häuschen, die ihr hier seht, dass die Häuschen eben auf den neuen Hausstil angepasst werden. Also im Endeffekt ist es einfach ein, wir kopieren hier so eins dieser Häuser, setzen das hier hin. Und wenn man sich das Haus mal anschaut, sieht das schon sehr, sehr stark nach so einem dieser Häuschen aus, die Star Stable schon hier oben sehr, sehr oft benutzt hat, was ja auch gar nicht so schlimm ist. Also im Endeffekt, diese Häuschen, die ja hier vermehrt rumstehen, wurden einfach genommen, da unten hingesetzt. Natürlich sieht es farblich ein bisschen anders aus. Ich weiß gar nicht, ob wir da so ein ganz weißes Haus sogar haben, was genau in diesen Stil hier reinpasst, wenn man mal gerade so schaut. Ja, also von der Farbe her ist es dann quasi so ein Haus hier. Natürlich passt das nicht ganz von der Größe her. Also ich denke mal, wenn man so grob überlegt, dann hat Star Stable da... Ich suche gerade, ob wir da genau so dieses Muster finden von dem Haus. Aber es ist von der Größe her, müsste das eigentlich eher so ein Haus hier sein. Und dann hat Star Stable im Endeffekt, ja, ist ungefähr von dieser Größe her, müsste es das hier sein. Es sieht ein bisschen anders aus von der Maserung, was alles drauf ist, glaube ich. Aber ungefähr so diese Richtung dürften wir dann jetzt bei Marley dann stehen haben. Und dann vermutlich eben noch so eine Quest. Und damit können wir eigentlich schon sehr genau sagen, was dann am Mittwoch reinkommen wird. Am Mittwoch wird dann eben diese zwei Häuschen, die dort stehen bei Marley, werden überarbeitet. So ein bisschen alles außenrum noch so ein bisschen angepasst. Sieht ihr hier auch so, hier sind ja auch so ein paar neuere Büsche und so weiter. Das wird dann auf jeden Fall in der Richtung angepasst werden. Aber ansonsten wird es vermutlich dann eben noch die Quest sein und eben hintenrum so in einigen Ländern dann ja auch schon SSO Mobile. Also ich bin wirklich gespannt, weil im Endeffekt dürften wir dann auch damit rechnen, dass auch bei uns wahrscheinlich schon so die eine oder andere Anpassung passieren wird, weil Star Stable, denke ich mal, hat jetzt nicht auf jedem Server andere Daten. Und so dürften wir, denke ich mal, auch so ein bisschen unsere Mobile-Vorab-Version haben. Ich habe aktuell noch keine Info, aber bisher sah es jetzt noch nicht so aus, als gäbe es heute großartige Probleme in den Ländern, wo nämlich heute SSO Mobile reingekommen ist. Also Schweden, Finnland und Norwegen. Dann sage ich aber auch danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch jede Menge Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zu einer neuen Runde Star Stable. Bis dann!
Ciao, ciao. You want only you.